hier logischerweise auch bei Fissmann viele umtreibt. Ich nenne jetzt mal diesen Begriff der Fissmann-Familie, der ja sozusagen sehr verbreitet hier ist, wo wirklich alle auch gemeinsam ein Interesse daran haben, dass die Zukunft gut wird. Natürlich haben wir im letzten Frühjahr gesehen, dass die Veränderungsprozesse sozusagen auch dazu geführt haben, dass es hier Veränderungen in der Eigentümerstruktur geben wird. Das hat vielen Sorgen gemacht, die sich sozusagen in den letzten 100, 500, 6 Jahren daran gewöhnt haben, dass quasi immer dass ein Familienbetrieb ist, auch wenn er eine sehr, sehr große Größe erreicht hatte. Aber ich glaube, dass wir in den letzten Monaten auch gesehen haben, dass in dieser Veränderung auch Chancen liegen, weil nämlich Kapital jetzt in einem Umfang vorhanden ist, der auch ermöglicht, wirklich zu investieren und dass diese Investitionen es auch ermöglichen, dass man sozusagen die sehr, sehr guten Produkte, die es hier gibt, und ich konnte mich gerade eben auch überzeugen, dass hier nicht nur über die Frage nachgedacht wird, wie man effizient Wärme und Warmwasser erzeugt, sondern auch beispielsweise, welche Lärm- oder eben vor allem Nicht-Lärm-Auswirkungen Wärmepumpen haben. Wir sind da ja wirklich in einem Bereich, wo Fissmann führend ist in der Technik, die hier angeboten wird. Und diese technologische Führerschaft hat ja genau dazu geführt, dass ein globaler Konzern auch darauf aufmerksam geworden ist. Und das bietet natürlich dann auch die Chance, diese exzellente Technik nicht nur hier zu produzieren und hier zu entwickeln, sondern auch in Märkte vorzudringen, in denen man bisher nicht war. Und auch das ist so ein Beispiel, wenn man es gut macht, dass dann auch in Veränderungen Chancen liegen können. Es ist natürlich klar, dass manche Veränderungen auch Sorgen hervorrufen und genau darum geht es, das Schritt für Schritt so umzusetzen, dass am Ende sozusagen die Gesamtsituation eine gute wird. Sie haben wahrgenommen, das ist jetzt kein Geheimnis, dass es eine Menge an Verunsicherung gab im Laufe der letzten 18 Monate über die Frage, was wird jetzt. Auch Fissmann ist erst überrannt worden mit Nachfragen nach Wärmepumpen. Dann teilweise, als die Debatte über das Heizungsgesetz ein Jahr später auf dem Höhepunkt war, teilweise überrannt worden mit Nachfragen nach Erdgasgeräten, nach dem Motto, jetzt noch schnell. Und wir sind in einer Situation, wo ich glaube, das Allerwichtigste, was wir jetzt in den nächsten Monaten brauchen, sowohl für die Gesellschaft wie auch für die Wirtschaft, ist, wie auch für das Handwerk, ist Planungssicherheit. Und deswegen bin ich sehr, sehr sicher, wir werden in 2 Wochen sehen, dass das Heizungsgesetz, das Gebäudeenergiegesetz, wenn ich mal den korrekten Namen, im Bundestag beschlossen werden wird. Und dann wird klar sein, allerspätestens am 1. Oktober, wenn das auch durch den Bundesrat gegangen ist, was im Gesetzblatt steht, was ab 1. Januar 2024 gilt, was dann in der Abfolge in den Jahren darauf gilt. Und das bringt sicherlich genau die Planungssicherheit, die alle brauchen, um die Investitionen in die neuen Produkte ordentlich zu machen, um Handwerkerinnen und Handwerker dazu zu bringen, dass sie mal ein bisschen planen können und nicht zuletzt natürlich alle Gebäudeeigentümerinnen und Gebäudeeigentümer, die sich Gedanken machen, was eine zukunftsfähige Wärme- und Warmwasserversorgung für ihr Gebäude ist, dann eben auch entsprechende Investitionen zu machen. Und ganz wichtig gehört dazu, die Förderprogramme sind dann auch klar, ab wann sie gelten, zu welchen Prozentsätzen sie gelten, bis zu welchen Summen sie gelten, damit auch klar ist, dass wir niemanden überfordern und dass die Leute, die Unterstützung brauchen, diese Unterstützung dann auch bekommen, was ja dringend nötig ist, um am Ende genau auch in die Zukunft zu investieren, was wiederum dazu führt, dass die Produkte, die hier hergestellt und entwickelt werden, dann auch einen entsprechenden Absatz bekommen. Und dementsprechend kann ich Ihnen sagen, gehe ich mit einer gewissen Zuversicht hier nach einigen Stunden Diskussion und Beobachtung und Fragen, dass es zwar herausfordernd ist, die Situation, die wir hier gerade haben, dass es aber auch hier mutige Menschen gibt, die sagen, wir schaffen eine gute Zukunft für das Unternehmen, für die Gesellschaft insgesamt
und am Ende auch für den Wirtschaftsstandort. Und das ist natürlich völlig klar, die Bedeutung von Viessmann hier, gerade in der Region, ist extrem hoch. Das merkt man auch an der Verbundenheit und das soll auch weiter so bleiben. Das ist der Tarek Al-Wazir zu uns gekommen sind und uns hier in Ahlendorf besucht haben und uns die Ehre hier gegeben haben. Für uns, ich glaube, wir konnten Ihnen darlegen, dass wir bei Viessmann uns als die Möglichmacherin und die Möglichmacher, das steht auch hier, der Energiewende im Gebäudesektor verstehen und dieses mit unseren 40.000 Familienmitgliedern in der weltweiten Viessmann-Familie, dass wir diese doch sehr große Aufgabe, die jetzt in dieser Zeit steht, die Energiewende auch annehmen werden. Diese Jahrhundertaufgabe und neben dieser letzten Endes auch der Wärmepumpenhochlauf, aber auch der Fachkraftmängel, den wir angesprochen haben, begreifen wir als eine großartige Gestaltungsmöglichkeit, wo wir gerne mitgestalten wollen. Und wir hoffen, dass auf unserem Rundgang, wo Sie sehen konnten, einerseits die Produktion, das Akustiklabor, wo es um Lautstärke oder Ruhe letzten Endes und leise geht, aber auch dann hier im Technikum, was im Hintergrund ist, dass Sie sehen konnten, an welchen Dingen wir arbeiten und welche Lösungen wir auch schon für diese Herausforderung haben und gleichzeitig aber auch an welchen Forschungsprojekten und Entwicklungsprojekten wir gegenwärtig arbeiten. Und dann würde uns natürlich sehr freuen, wenn Sie heute hier diesen Standort wieder verlassen und Sie ein kleines Zeichen auch setzen konnten für Hessens gemeinsamen Weg in die Zukunft und dass wir dann gemeinsam auch Lebensräume für Generationen zusammen gestalten können. Vielen Dank, dass Sie hier waren. Herr Wazir. Guten Morgen.